So, liebe Leute und Damen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Wir sind hier im Sumpf von Torvus angelangt. Im letzten Part hatten wir uns ja mit Umos unterhalten. Und wie gesagt, wir sind jetzt im Sumpf von Torvus und sollen hier den nächsten dunklen Tempel aufsuchen. Und ich bin schon wieder ins Wasser gefallen und ihr seht schon Torvus. Es ist ein Sumpf, also gibt es hier viel Wasser. Das ergibt Sinn. Und das ist toll. Nein. Es ist noch lange nicht toll, denn die Bewegungen unter Wasser von Samus sind echt furchtbar. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden irgendwann ein Upgrade kriegen, womit wir durch das Wasser deutlich besser kommen. Aber bis dahin dauert es noch etwas, ne? Ja, ja, so ist das. So, eine Darkbeam-Tür. Wollen wir mal gucken. Kommen wir irgendwann auch wieder aus dem Wasser raus? Das wäre schön. Ich habe sie zum Platzen gebracht. Haha! Mein Hals ist gerade ein bisschen trocken. Das muss ich gestehen, weil ich nehme jetzt theoretisch gesehen schon den vierten Part auf. Kann nicht aktiviert werden. Okay. Wir haben kein passendes Übersetzungsmodul. Guckt mal da hinten. Ein Missile-Container. Wir können schon so viele Missiles tragen, ne? 65 Stück. So, hier gibt es neue Gegner. Außerhalb des Kennreichweite. Das ist nicht gut. Das sind diese Flugpflanzen, ne? Ja. Oh, nee, das sind neue Flugpflanzen. Shrieker, fliegende Raubpflanze. Bricht aus dem Boden heraus und geht in den Flug über. Greift sein Ziel mit druckvollen Schallwellen an. Erzeugt ein Schallfeld, das die meisten Visoren stört. Bitte nicht! Mach doch keinen Schall! Okay. Treffen tue ich sie zumindest. Sind sie tot? Zwei scheinen tot zu sein. Und der dritte? Weiß ich nicht. Der dritte ist nicht tot. Ich habe ihn gehört. Alter. Man kann nur so ganz begrenzt im Wasser springen. Das ist übel. Ich will mich mal ganz kurz hier umgucken. So, da ist eine Tür. Da ist eine Darkbeam-Tür. Da drüben ist auch noch eine Tür. Aber da brauchen wir wahrscheinlich das Übersetzungsmodul, was da ist. Was wir hier nicht alles haben. Scan erfolgt. Das Tor ist nicht möglich. Der luminotische Text kann nicht übersetzt werden. Unbekannte Legierung. Trotz Anzeichen zahlreicher Angriffe scheint sie intakt zu sein. Anscheinend ist sie unzerstörbar. Oh, krass. So. Damit nervt uns dieses Viech jetzt nicht mehr. Gut, wir können... Wir können zwei verschiedene Wege gehen. Ich möchte erstmal gucken, was hinter der roten Misteltür ist. Ich höre hier was. Portal. Direkt vor dem Portal ist ein Missile-Container. Das ist schön zu wissen. Bin ich ja mal gespannt, wann wir da hinkommen. So, und hier haben wir was zum Aktivieren, damit wir dann eine Abkürzung haben wahrscheinlich. Bleibt nach erfolgter Positionierung... Achso. Okay, jetzt können wir hier weiter, aber ich schätze mal, das wird dann der richtige Weg gewesen sein. Dementsprechend würde ich gerne mal wissen, wo die andere Tür hingeführt hat. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ja, der Sumpf von Torvus wird eh so eine Sache. Da werde ich mich noch des Öfteren orientieren müssen. Das wird schwer mit dem Orientieren. Ah, warte mal. Komme ich hier schon hoch? Muss ich mich doch garantiert irgendwo fallen lassen. Hier komme ich nicht hoch. Nee, da ist keine Öffnung. Ich möchte den Energy Tank haben. Aber das wird wahrscheinlich nur oben durch funktionieren. Gut, hier ist eine Supermisseltür. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Gut, dann gehen wir dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Mal wieder. Oh, warte mal. Ah, durch die Darkbeam-Tür über uns. Durch die Darkbeam-Tür über uns, wo wir aber noch nicht hinkommen, weil wir nicht so hoch springen können. Oder warte mal, ich könnte theoretisch gesehen von da aus und dann versuchen, von da aus auf die Brücke.
Ja, das kann ich versuchen, aber das wird nichts. Okay. Ich hab's ja eingesehen. Könnte theoretisch gesehen, aber ich schätze mal, wir werden so oder so gleich hier wieder landen. Okay, tut mir leid. Das war ein unnützer Umweg. Zack. So, dann gehen wir hier weiter. Soll mich nicht stören. Boing. So, schon wieder stecken geblieben gewesen. Ach, geh doch weg, ey. Nee, das bringt nichts. Bam, 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 bam. Viel Munition verschossen. Für nichts. Geil. Da ist wieder so ein... Kann man die anschießen? Ja. Dann fallen sie runter und geben Sachen frei. Okay. Gut zu wissen. Meine Vermutung wäre tatsächlich gewesen, dass das auch gleichzeitig als Grapple-Punkt benutzt werden kann. So, was haben wir denn hier? Oh Gott. Ja, ich kenne die Dinger. Wie hießen die? Au. Hört doch auf mit dem Blitzen. Grenchler. Okay. Gut. Wir haben den Lightbeam ausgerüstet, der gegen Lichtgegner nicht viel bringt. Aber der Darkbeam, alter Schwede. Wir haben ihn seinen Hintern aufplatzen lassen. Raketen ertankt. Okay. Sie leben beide noch? Ne, der eine ist tot. Oh! Okay, und da sieht man wieder, der Darkbeam ist gegen Lichtgegner echt praktisch. Himmelhilfe, ich habe das Spiel immer falsch gespielt. Yay, Unterwasser-Action. Sollen wir hier überhaupt unter Wasser? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Viecher, die sieht man sogar einmal unter Wasser und ich glaube, das will man nicht. Oh! Da oben ist auch schon wieder ein Missile-Container. Hm. Na gut. Wird sich alles gemerkt? Wird sich alles gemerkt. Hoffentlich. So, hier war auch wieder genau. Die Bombenmulde im dunklen Äther. Das heißt, wir können erstmal eh nichts machen, außer dem Weg folgen. Ich würde das gerne drehen und darüber. Kann ich darüber springen? Wollte ich gerade sagen und dann bin ich ins Wasser gefallen. Ich würde behaupten, wir probieren es einfach mal. Vielleicht kann ich rüberspringen und das Spiel austricksen, aber ich wage es zu bezweifeln. Ja, das ist viel zu weit weg. Nee. Okay. Wir müssen so oder so in die dunkle Welt, um das Ding einmal zu drehen. Also von daher. Es ist alles so hell, es blendet. Hey, dunkler Äther. Dunkler Äther ist immer toll. Nicht wirklich, ich mag den dunklen Äther einfach nicht. Hallo. Das war eine sehr blöde Idee. So. Ich wollte dich mal ganz kurz scannen. Du siehst ein bisschen komisch aus. Dunkler Hüterkristall. Überwachungssystem für den dunklen Äther. Von luminotischen Soldaten zur Überwachung kritischer Bereiche auf dem dunklen Äther verwendet. Nur noch wenige vorhanden. Diese übertragen Daten zu Umos. Umos, hallo, kannst du mich sehen? Guck mal, ich springe durch die Gegend. Strukturelle Ordnung. Es handelt sich um eine bewegliche Brücke. Sie kann Steuerbefehle empfangen, aber es fehlt Energie. Die Bombenmulde muss einen Energieimpuls erhalten, um die Brücke zu aktivieren. Aha, interessant. Die hat man auch noch nicht. Spheroides Ing-Behältnis. Aha, also auch schon wieder ein anderes Ing-Behältnis. Da hinten ist wieder die... Dings. Super Missiltür. So, das wollte ich sagen. Gut. Also müssen wir jetzt nichts anderes machen als die. Hallo? Jetzt einmal die Bombenmulde zu aktivieren und da unten sind Gegner, die möchte ich bitte noch einmal scannen. So, und da sehen wir schon wieder, in der hellen Welt dreht sich das auch gerade. Das ist eine gute Sache. Jetzt gibt es noch ein Problem, jetzt komme ich da nicht mehr durchs Portal zurück. Das war jetzt ein bisschen blöd. Was? Plogus. Fleischfressende Wasserpflanze. Mhm. Und die ist jetzt fixiert, oder was?
Fixiert, ja. Steuersystem außer Betrieb. Erneute Bewegung der Brücke nicht möglich. Ärgerlich. Absolut ärgerlich. Da unten komme ich auch nicht lang. Hier komme ich auch nicht lang, weil ich habe keine Supermissel. Ist das so gewollt? Ich meine, natürlich ist das so gewollt. Dann müssen wir halt hier unten lang. Tja, Powerbomb-Mulde. Wird wohl auch nichts. Ich habe sie getroffen, gut. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Was war das denn jetzt? Die ganze Zeit Schaden bekommen und ich konnte mich echt nicht bewegen. Jetzt geht's. Das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Ach so, kommt man zurück zum Portal. Ich bin ein Idiot. I'm an idiot. Oh, das tat weh. Okay. Ich hatte diese Pilze hier nicht gesehen. Bisschen dumm von mir, gebe ich zu. Na gut. Dann war das ein kurzer Besuch im dunklen Äther, würde ich sagen, weil Powerbombe und Supermissel haben wir noch nicht. Also kommen wir hier auch noch nicht weiter. Es hat sich gedreht. Oh nein. Was seid ihr? Ihr seid neue. Ihr seid Schattenpiraten oder irgendwie so, ne? Hä? Wieso habe ich euch noch nicht Au. Erzeugt entzündliche Gase. Das war das Einzige, was ich gerade so auf die Schnelle gesehen habe. Gut, die kann ich nicht scannen. Die möchte ich scannen. Luminotischer Hüterkristall dient der Überwachung von Schlüsselbereichen. Ja, das hatten wir doch auf dem dunklen Äther auch gerade, oder nicht? Hey. Wo sind denn die Gegner eigentlich? Ich wurde zumindest angeschossen, aber... Von wo? Ah, da war einer. Und er ist weg. Und jetzt ist er hier irgendwo. Oh Mann, ey. Immer falle ich runter. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Weil ich gerade besessen bin. Also nicht besessen, sondern ich bin, wurde von dunkler Energie beschossen. Das ist interessant. Dann schieße ich mal mit heller Energie. Oder auch nicht. Weil sich der Gegner einfach denkt, hey, ich löse mich in Luft auf. Ach stimmt, die verschwinden nach einer Zeit. Das war jetzt irgendwie ein bisschen sehr dumm. Ich habe mich dumm angestellt und die Gegner haben auch nicht viel gemacht. Gut, ich habe Schaden bekommen. Okay, gebe ich zu. Ein bisschen. Ja, toll. Oh, Gott sei Dank haben wir ja genügend Energiecontainer. Und Energietanks und Missile-Container. Und wo wir gerade beim Missile-Container sind. Das wollte ich sagen. Da ist schon wieder ein Missile-Container. Sag mal, was ist denn hier los? Aber wie komme ich da hin? Das ist eine Frage. Was kenne ich da? Sporp. Auflaunender fleischfressende Pflanze. Verschießt im Kampf giftige Stacheln. Ist imstande, kleinere Objekte in seinen Schlund zu zehren. Ah. Dann habe ich das Gefühl, weiß ich schon, wo wir hier sind. Du bist so einer, ne? Ja. Gut. Gut, dann sollten wir jetzt als Morphball etwas aufpassen. So in etwa. Kann man den töten? So auf jeden Fall nicht. Und mit einem Lightbeam? Nein. Okay. Gut. Achso, da geht's auch noch weiter. Mit einem Grapple-Beam würde man darüber kommen, okay. Ja, das ist ein bisschen doof. Wir haben keinen Grapple-Beam. Noch. Nein! Verdammt! Wir haben es nicht geschafft, hinüber zu springen. So, und guck mal, wo wir sind. Wusste ich doch, dass wir hier wieder rauskommen. Hallo, ich möchte das da scannen. Nicht die Brücke. Einheit behält momentane Ausrichtung bei.
Feuerautomatik aktiv. Was? Feuerautomatik? Oh, kinetische Kanone wurde aktiviert. Oh weh. Guck mal, was wir da oben haben. Was ist das eigentlich? Block besteht aus Dentium. Hm. Das ist problematisch, denn Dentium ist Powerbombe. Das heißt, da können wir noch nichts machen. Gut, dann... Nee, schade. Aber wir können hier zumindest in die kinetische Kanone. Zum Abfeuern, das... Ja, ja. Das kennen wir ja. Hui! Hallo? Ich vergesse immer wieder. Bringt nichts. Ist einfach nur eine Überwachungskamera. Vorsicht, Sturzsegler. Ich habe keinen Bock, dass sie auf mich zufliegen. So. Sehr schön. Dann geht's weiter. Bisschen scannen. Um das Abbild eines lumonotischen Kriegers. Achso, das müssen wir auch gar nicht scannen, weil das hatten wir ursprünglich schon gescannt. Aber hier haben wir doch was. Im Bereich besteht das Talog. Ist durch Erosion porös geworden. Ah, böse, böse Erosion. Das heißt, wir könnten hier durchgehen und würden dann da weiterkommen. Gut, ich kann aber auch. Tada! Energy Tank erhalten. War das jetzt so klug? Ich glaube, jetzt müssen wir die ganze Strecke zurück, ne? Scheibenkleister. Ja gut, ist nicht so weit. Ist nicht so weit. Wir müssen hier nur durch die Tür durch und dann halt nochmal in die Kanone schießen. Und ich habe schon wieder einen falschen Beam ausgerüstet. Hui! Hallo! So, natürlich sind sie zurück. Sie sind wieder da. Oh, mein Gesicht. Na gut, haben wir das gesehen. Und wir haben einen weiteren Energy Tank. Und das freut mich. Das freut uns alle. Jetzt haben wir 5. Wie viele hatte ich da? Hi. Ich will nicht mit... Schieß dir ins Gesicht. Wo ist er denn? Wieso fliegt denn ihr jetzt? Ich glaube, da ist tatsächlich Rakete besser. Bums. Okay. Bleibt weg von mir. So, und jetzt werden die besessen, richtig? Jetzt kommen nur noch mehr. Kommen noch andere? Nicht wirklich. Okay. Nehme ich so hin. So, einer weg. Schön dran vorbeigeschossen. 2 weg. 3 weg. 4 weg. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Echt jetzt? Supermissel. Das ist, das kam jetzt unerwartet, muss ich gestehen. Aber ich will mich nicht beschweren. Denn das eröffnet uns einige Bereiche, wirklich extremst. Aber ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt hier schon kommt. Äußerst interessant. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missiles. Unter Verwendung des Powerbeams zum Aufladen A gedrückt halten, bei maximaler Aufladung nach unten drücken, um abzufeuern. Nice! Explosion! So. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist wieder ein grünes Ding, das können wir nicht öffnen, ne? Nicht möglich. Okay. Okay, okay, okay. Dann fahren wir mit dem Fahrschuh einfach hoch. Hui. Ah, okay. Natürlich muss man das auch sofort ausnutzen, ne? Bums. Ja. Ach, das ist ja schon der Tempel. Oh. Oh. Da hatte ich null mit gerechnet. Ich
bin irgendwie ein bisschen neben mir. Apropos bisschen neben mir, also ich werde jetzt in nächster Zeit ziemlich viel aufnehmen können, weil ich habe jetzt 2 bis 3 Wochen frei. Das hat sich schön gereimt, ne? Ja, und das ist schon eine Hausnummer. So, wir haben hier Luminod. Er ist tot. Luminod ist das 1,2 Dekazyklen tot. Zusätzlich zu diesen schweren Kampfwunden weist das Objekt Anzeichen zahlreicher Versuche eines Inbefalls auf, die allesamt fehlschlugen. Um solche Übergriffen standzuhalten, sind unglaubliche Physis sowie psychische Widerstandskraft vonnöten. Das ist interessant. Das können wir auch wieder nicht verwenden, weil... Baum. Aber wir können den Projektor verwenden. Holoprojektor einsatzbereit. Automatische Wiedergabe eingeleitet. Also nach dem Part werde ich aber aufhören müssen aufzunehmen, weil ich merke es gerade, mir tut der Hals richtig extrem weh. Deswegen spreche ich auch relativ wenig. Eine große Kriegerin, die den Tempel von Torvus betritt. Mögest du siegen, wo ich versagte. Ich bin Avok, der letzte Hüter des Tempels. Gib sorgfältig auf Acht auf meine Worte. Wie du erblicken kannst, liegt dieser Tempel von den Schrecken des Krieges zerrüttet. Während die Hauptkammer größtenteils verschont blieb, ist der Rest des Tempels in Fluten versunken. Du musst deine Fertigkeiten nutzen, um diese überfluteten Bereiche aufzubrechen und die Schlüssel zu bergen, die du zum Betreten des dunklen Tempels benötigst. Es sind faule, gifterfüllte Wässer, die den Äther der Finsternis durchströmen. Meide sie, sofern es dir möglich. Okay. Dein Übersetzungsmodul ist nun erweitert. Vorrichtungen wie Türen mit smaragdfarbenem Hologramm verschlüsselt sind, stehen zu deiner Verfügung. Beschreite die Regionen, die sich dir nun erschließen. Die Ingen werden mit großem Eifer nach deinem Licht fahnden. Unterschätze sie nicht. Es sind der Worte genug. Möge deine Jagd von Erfolg gekrönt sein und das Licht des Äthers dein Visier führen. Okay. Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Wie auch immer er sie das gemacht hat. Da kommen wir nicht weiter. Einfach gucken, ob man hier irgendwas scannen kann. Sieht aber nicht danach aus. Samus hat einen epileptischen da drin. Na gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt weitermachen. Neues Übersetzungsmodul, das heißt, grüne Türen stehen uns jetzt offen. Also, grüne Türen stehen uns mit der Supermissile offen, aber grüne Hologrammtüren, die stehen uns jetzt auch offen. Das ist gut. Hi. So. Damit können wir unter anderem hier unten das nämlich aufmachen. Das ist eine richtig gute Sache. Kriegen wir Fallschaden? Nein. Jetzt sind die Pflanzen hier. Sehr schön, das will ich aber nicht. Also scannen wir das mal. Transportersystem aktiviert. Der Pfad unterhalb dieses geheiligten Grundes ist deinige. Ihm sollst du folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, aber okay, ich mach's einfach mal. Ha, wir fahren nach unten. Toll. So, da kommen wir nicht weiter. Hier können wir was aufscannen. Sicherheitsfreigabe erfolgt. Torsystem Einsatzbereich. Durch Wachsamkeit und Stärke schaffen wir Frieden. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir weitergehen sollen, ne? Ja, scheint so. Aber ich habe das Gefühl, hier hinter ist nämlich eine Speicherstation. Booms! Yeah! Oder auch nicht. Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Okay. Ist einfach nur eine Abkürzung. Sehr schön. Aber ich würde trotzdem behaupten, die nächste Speicherstation ist unsere und da werden wir dann definitiv den Part beenden. Wie gesagt, mir tut halt auch einfach gerade der Hals weh. Also es ist nicht mal irgendwie... Also ich hätte sogar noch Bock weiter aufzunehmen, aber ihr seht das selbst. Oh, ein Transporter. Körper ist durch Einwirkung unbekannter chemischer Substanzen schwer entstellt. Todesursache nicht festzustellen. Bioscan abgeschlossen. Ergebnisse des Scans unvollständig. Kadaver erlitt schwere
Verwundung durch chemische Substanz. Verbindung weist Ähnlichkeiten zu Verdauungssäften aus, die in verschiedenen Kreaturen entdeckt wurden. Transporter einsatzbereit. Durch Eintreten also wird der Transporter aktiviert. Ja, das ist mir schon bewusst. Mich hätte jetzt nur mal interessiert, wohin, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Transporter. Eine Tür haben wir noch. Hallo, danke. Und zwar hier. Und was haben wir hier? Hier geht's weiter. Ziemlich sicher, aber was ist da unten dann? Gehen wir erstmal zum Transporter. Das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu schleierhaft. Stehen uns mehrere Wege offen und man hat keine Ahnung, welcher jetzt wirklich der richtige sein wird. Also gehen wir erstmal durch den Transporter. Hui! Weil meistens ist es so, wenn ein Transporter da ist, dann ist, wenn man den benutzt und man soll da aber noch nicht lang, ist da irgendwie der Weg versperrt. Dementsprechend können wir dann sehen, ob das der richtige ist oder nicht. Gruselig. Hallo. Ja, Leute, ich kenne diesen Raum. Sehr gut. Denn bei diesem Raum ist es so, dass danach eigentlich immer das Let's Play beendet wurde. Oder abgebrochen besser. Aber ich weiß auch, hier ist eine Speicherstation. Aber diesmal werden wir das durchziehen. Allerdings erst in den nächsten Aufnahmen. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall drauf. Ich habe jetzt, klar, es sind jetzt keine 30 Minuten, aber es ist mehr als 20 Minuten und was soll's. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Dafür war der letzte Part ja deutlich länger. Naja, gut. Im nächsten Part werden wir hier in Torvus weitermachen. Allerdings muss ich da echt gucken, wo, wie, wo, was. Weil ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob wir hier wirklich schon sein sollten. Meine Vermutung liegt nämlich nahe, dass wir erstmal woanders hin sollten. Aber das werden wir sehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall drauf. Und ich sag tschüss und bis denne, irgendwann euer Renchi. Bye!